Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolgsschätze von Kotir, oder genauer gesagt hier um den Abschnitt Juwelenbesetztes Herz. Dafür befinde ich mich jetzt hier nicht im Gebiet Kotir, sondern ein bisschen nördlich und zwar im Schlund. Also eben hier unten ist das neue Gebiet und hier oben beim Schlund ist diese Schatztruhe etwa bei 6661 hier an dieser Stelle. Also eben von der Umgebung her befinde ich mich gerade hier. Wenn man jetzt von unten kommt, also eben vom Süden her, diesen Weg hier hochläuft, kommt man eigentlich hier ja die Treppe runter und gleich auf der rechten Seite ist dann diese Höhle. Und am Ende dieser Höhle ist dann halt dieses juwelenbesetztes Herz. Leider müssen wir hier zuerst einmal noch zwei Gegner besiegen. Und das machen wir jetzt gleich an dieser Stelle und hauen die recht schnell weg, haben aber doch ein bisschen mehr Gesundheit als übliche Mobs, also eben da müsst ihr schon ein wenig aufpassen, dass ihr da nicht getötet werdet. Aber eben, ja, das sollte jetzt mit einem normalen Equip nicht das größte Problem sein. Aber eben da muss man doch ein wenig investieren. Ab und zu steht nur einer da, wenn man gerade Glück hat oder vielleicht gar keiner. Aber eben, dann haben wir jetzt dann gleich beide Gegner hier weggehauen. Noch looten und eben hier ist dann das Juwelenbesetztes Herz von Ezekiel. Da können wir einfach dieses looten und dann haben wir hier ja ein Haus. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen ein anderes Item-Level hat bei euch. Ist immer ein wenig unterschiedlich. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen weniger hat, dass vielleicht sogar ein bisschen mehr. Kommt, glaube ich, auch ein wenig drauf an wegen dem durchschnittlichen Item-Level. Aber dieses 220er ist meiner Meinung nach, glaube ich, das, was am meisten auftaucht. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Schatz ebenfalls zu bekommen. Oder dieses Halsstück, sage ich mal. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis bald.